Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen intensiven Blick in den Dermalogica Skincare-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 249 Euro soll dieser Adventskalender kosten, aber wir haben hier einen Warenwert drin von über 460 Tacken. Das ist echt der Wahnsinn. Wir haben ein sehr schönes, leicht buntes, aber doch schlichtes Design, was natürlich auch die Marke sehr, sehr gut widerspiegelt. Ich habe diesen Adventskalender in Kooperation zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an das liebe Dermalogica-Team und deswegen verlose ich auch in diesem Video ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich bin auch echt gespannt, was der Adventskalender zu bieten hat. Übrigens schaut er so aus der Nähe aus. Wahrscheinlich ist es auch mal ganz schön, das mal so zu sehen. Ne? Sieht richtig, richtig cool aus. Ihr könnt 10% sparen auf den Adventskalender, wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet. Ne? Also das ist auf jeden Fall das, was ich euch mitgeben kann. Wir haben auch so ein Booklet mit dabei, was ich sehr, sehr cool finde, denn da sind die einzelnen Produkte auch drin erklärt. Wir haben ein Vorwort mit dabei, wo ein bisschen was erzählt wird, wo auch steht, dass das Ganze wirklich tierversuchsfrei ist, ohne künstliche Duft- und Farbstoffe und wirklich sehr hautverträgliche Inhaltsstoffe. Wir haben hier sogar nochmal eine Information, wie man die Hautpflegeroutine gestalten kann. Also sehr, sehr schön gemacht. Und die einzelnen Produkte sind hier auch aufgeführt und erklärt, aber da werde ich gleich nochmal im Detail mit euch drauf eingehen. Ich möchte reinschauen. Und wir starten natürlich mit der Nummer 1. Ich finde es total praktisch, dass es ein Boxen-Adventskalender ist, weil dann kannst du den weiterverwenden, finde ich immer großartig. Das erste Produkt ist das Sound Sleep Cocoon. Davon haben wir 7 Milliliter drin enthalten. Das ist eine Pflege für die Nacht. Das heißt, da kann man sich schön über Nacht machen. Soll für alle geeignet sein und da ist als Hauptinhaltsstoff der persische Seidenbaum mit drin. Wir machen weiter mit der Nummer 2. Die ist jetzt auch ein bisschen größer. Ja, Dermalogica hat halt sehr, sehr hochpreisige, hochwertige Produkte. Dementsprechend ist es klar, dass wir hier nicht ausschließlich Full-Sizes drin haben. Aber ich glaube, dass wir 3 Full-Sizes mit dabei haben, was natürlich mega ist. Pre-Cleanse nennt sich das hier. Und das scheint ein Reinigungsprodukt zu sein. Ja, das sind 30 Milliliter von einem Reinigungsöl. Das würde ich dann tatsächlich verwenden als ersten Schritt beim Double-Cleansing. Ja, und hier sehen wir auch definitiv diese cleane Verpackung, was ich auch gelesen habe. Super witzig. In den 80ern wurde die Marke ja gegründet und da war es quasi eine Revolution in dieser bunten Zeit, quasi eine so cleane Marke auf den Markt zu bringen. Finde ich super witzig. Kleine Fun Facts zwischendurch dürfen nicht fehlen, finde ich, oder? Das gehört irgendwie mit dazu hier. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh ja, wir haben einen Daily Glycolic Cleanser mit 15 Millilitern. Von O bis O, also von Oktober bis Ostern, ist ja auch wieder die Zeit der Säuren angesagt. Und da kommt natürlich auch die Glykolsäure zum Einsatz, was zu der, ich glaube, AHA-Reihe gehört. Ne? Und das ist dann halt auch dafür da, um so ein bisschen die Faltentiefe zu minimieren. Und hier steht auch drauf, das finde ich sehr, sehr professionell, dass man den Sonnenschutz nicht vergessen darf und auch mit dem Aufenthalt in der Sonne aufpassen muss. Also wirklich von O bis O. Hier haben wir die Nummer 4, die wir strahlend öffnen können, weil uns ja quasi das AHA Peeling ein Glow geschenkt hat. Und hier haben wir einen Sprüher drin. Antioxidant Hydra Mist Firming and Hydrating Toner. Sehr schön. Age Smart. 10 Milliliter haben wir hier drin. Toner kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Ich blende euch ja auch die Preise zu den Produkten ein. Ne? Also das ist echt schon eine sehr, sehr hochwertige, hochpreisige Marke. Und deswegen freue ich mich echt tierisch, dass ich super viele Produkte aus dem Sortiment jetzt auch in Zukunft ausprobieren kann. Finde ich großartig. Gerade zum Sprühen ist es auch immer eine ganz tolle Sache. Ne? Ja, der wird dann halt nochmal so ein bisschen den pH-Wert der Haut regulieren, nachdem man das Gesicht gereinigt hat. Und das Gesicht nach der Reinigung auf die nachfolgende Pflege vorbereiten. Der 5. Dezember ist der Tag vor Nikolaus und hier haben wir ein Serum drin, das Circular Hydration Serum, 3 Milliliter. Hydration kann wirklich jeder gebrauchen. Wir haben ja auch so eine Glasflasche und das ist halt eine Pipette hier drin und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auszuprobieren. Also ja, geben wir der Haut einfach mal einen Feuchtigkeitskick. Also so langsam vervollständigt sich ja auch die Routine. Wir haben ein Peeling, wir haben schon eine Creme, wir haben ein Serum, wir haben einen Toner, wir haben auch etwas zur Gesichtsreinigung. Also mal gucken, was wir jetzt am 6. Dezember bekommen, an Nikolaus. Da lege ich nämlich immer super viel Wert drauf, dass halt solche speziellen Türchen, speziellen Tage auch entsprechend spezielle Produkte enthalten. Das ist cool, das hatte ich glaube ich auch schon mal da. Daily Microfoliant, das dürfte so ein Enzympeeling sein, oder? 13 Gramm sind hier drin enthalten. Das war
war nämlich auch schon mal in einem anderen Adventskalender drin, wo so Mixed-Marken drin waren. Ja, das ist nämlich ein Enzympeeling in Pulverform. Das ist halt auch ein Peeling, was du übers ganze Jahr verwenden kannst. Ne? Großartig. 13 Gramm, damit kommst du sehr lange hin. Die Nummer 7 erwartet uns jetzt hier. Und da haben wir ein Multivitamin Power Firm Age Smart Produkt mit 6 Millilitern. Was bist du denn? Eye Area, also quasi ein Augenprodukt. Das ist auch super schön, das gefällt mir richtig gut. Hier ist auch eine fancy Verpackung mit dem Silber, ne? Augencremes sind auch immer sehr hochpreisig, deswegen ist es echt sehr, sehr cool, dass es hier mit drin ist. Freue ich mich drauf. Und das funktioniert mit Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E. Vitamin A ist ja auch so ein bisschen halt retinolmäßig unterwegs, ne? Also Retinol gehört zu den Vitamin A'en. Nennt man das so? Ich weiß nicht. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin und Vitamin C macht ja einen gewissen Glow, eine gewisse Strahlkraft, Aufhellung. Mega praktisch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist immer der Tag, wo Sammy Geburtstag hat und weil es sich halt einfach reimt. Da bin ich halt auch immer sehr gespannt, was dann hier reingepackt wird. Ein Biolumin C Serum mit 3 Millilitern. Also wird das dann ein Serum fürs Gesicht sein, was dann mit Vitamin C ist. Soll sogar bis in tiefere Hautschichten eindringen, steht hier in dem Heftchen mit dabei. Und es arbeitet mit dem Vitamin C-Komplex, mit Milchsäure, mit japanischem Schnurbaum, ich liebe es, und Chiasamenöl. Also diese, wenn das so fancy Inhaltsstoffe drin hat, dann haben die mich ja sowieso schon, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über Biolumin C Eye Serum freuen. Das passt dann natürlich jetzt auch super zu dem, was wir vorher hatten, ne? Zu dem Biolumin C Serum. Das kann man 1A kombinieren. Da sind 6 Milliliter drin enthalten und damit kann man dann halt die Augenpartie zum Strahlen bringen. Mit der Nummer 10 darf es nun weitergehen. Und auch hier haben wir wieder ein Biolumin C Produkt drin. Und zwar das Biolumin C Gel Moisturizer. Ein Brightening Vitamin C Moisturizer mit 7 Millilitern. Also quasi super in Kombination mit den Produkten, die wir jetzt ja schon an den beiden Tagen davor hatten. Also sowohl das Serum als auch die Augencreme kannst du dann super damit kombinieren, damit du halt wirklich den Vitamin C Kick ins Gesicht bekommst. Das passt natürlich sehr gut in die Reihe. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl und fühlt sich schon mal etwas schwerer an. Und das sieht, oh Gott, das sieht richtig gut aus. Multivitamin Power Firm Age Smart 15 Milliliter haben wir hier drin von dem Augenprodukt. Das ist dieses hier. Okay, also haben wir dann quasi ein paar Tage vorher die kleine Größe bekommen und dann kriegen wir die Full Size. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich jetzt hier. Oh, das ist auch wieder etwas größer. Micellar Prebiotic Pre-Cleanse. Ein Micellen-Make-up-Remover. Okay, 15 Milliliter haben wir hier drin. Da muss ich mal schauen, was genau das macht. Hier würde ich jetzt denken, so vom ersten Gedönsen her, ne, dass es quasi der zweite Step beim Double Cleansing sein könnte. Das ist mit Muru Muru Buttermizellen. Wie witzig ist das, bitteschön? Lieben wir. Ja. Kannst du aber auch solo verwenden, steht hier. Sehr interessant. Die Nummer 13 ist jetzt hier am Start und die fühlt sich auch wieder etwas schwerer an. Special Cleansing Gel. Das ist tatsächlich das Produkt als zweiter Step beim Double Cleansing mit 50 Millilitern. Und schön finde ich hier auch definitiv, nicht nur, dass es eine schöne Reisegröße ist, wo man ja über die Feiertage auch ganz gerne verreist, sondern dass du hier oben auch so ein Öffnungsding hast, ne? Also das ist schon etwas hochwertiger gestaltet, mag ich definitiv gerne leiden und wird auf jeden Fall seine Anwendung finden. Als ich die Nummer 14 rausgenommen habe, ist die Nummer 15 schon runtergerutscht und die wird richtig schwer sein, Leute. Ja, hier haben wir drin Daily Milk Foliant Calming Oat Based Powder Exfoliant. 4 Gramm milchbasiertes Haferpeeling quasi. Okay. Ach, das ist ein Puderpeeling. Das hier wird dann wahrscheinlich mit Milchsäure sein, oder? Es ist definitiv mit Kokosnussmilch, aber vor allem mit AHA und BHA gemacht. Sehr interessant. Also das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Bin ich echt gespannt drauf. Wie kriege ich dich nur auf? Hallo? Drehen? Kräftig drehen. Und das gibt... Oh, guck mal. Das ist hat... Genau, das hat hier so ein richtig schönes Dosierungslöchlein. Das finde ich toll. Und auch mit 4 Gramm Peeling. Du kommst da sehr, sehr lange mit aus. Du brauchst nämlich nicht so viel pro Anwendung. Ne? Jetzt bin ich nämlich schon bei meiner sehr verheißungsvollen Nummer 15. Multi-Active Toner. Schön. Auch der ist zum Sprühen. 50 Milliliter haben wir hier drin. Also die legen jetzt nochmal so einen richtigen Klopper zur Mitte des Adventskalenders raus. Das finde ich auch sehr schön. Ultra light soll der sein und feuchtigkeitsbindende
Inhaltsstoffe soll das haben. Richtig, richtig cool. Toner mag ich gerne, das mag meine Haut auch sehr, sehr gerne, denn meine Haut ist einfach super sensibel und ich habe hier bislang auch wirklich nur Produkte drin, wo ich sagen kann, okay, das könnte auch wirklich jeder Hauttyp verwenden, egal ob du eine trockene Haut hast, eine ölige Haut, eine sensible Haut, eine normale Haut. Das finde ich halt wirklich wichtig bei Adventskalendern, dass man da auch nicht irgendwelche sehr, sehr speziellen Produkte drin hat, sondern das auch für alle zugänglich haben kann. Die Nummer 16 habe ich hier und da haben wir ein Calm Water Gel Ultra Calming mit 7 Millilitern drin. Das wird dann auch wieder etwas sein, was super geeignet ist für sensible Haut, aber auch generell für jede Haut, ne, verwendbar ist. Und hier vor allem für trockene und sensible Haut geeignet, aber dann kannst du es halt auch also wirklich mit jeder Haut verwenden. Ne? Mit Kaktusfeigenextrakt. Edel, edel, sprach der Wedel. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns dieses Schätzelein. Oh ja, das kann ich auch gut gebrauchen. Power Bright Dark Spot Serum mit 5 Millilitern. Also ein Serum, was ja so Hyperpigmentierung quasi wegmachen kann, beziehungsweise abmildern könnte. Und das machst du dir dann entsprechend auf deine hyperpigmentierten Stellen drauf, wenn du, ja, Sonnenschäden sind es ja tatsächlich auch, ne? Also wenn man halt nicht wirklich aufgepasst hat und dann mit sensibler Haut ohne großen Lichtschutzfaktor sich der Sonne ausgesetzt hat, dann hat man sowas halt. Mit Niacinamiden, genau, das passt natürlich 1A. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember in meinen Händen. Und das ist eine Full-Size Skin Smoothing Cream, also eine hautberuhigende Creme mit Active Hydra Mesh Technology. 50 Milliliter sind hier drin, das ist echt viel. 48 Stunden soll das Feuchtigkeit spenden. Ich brauche definitiv morgens und abends und das jeden Tag schön Feuchtigkeit in mein Gesicht. Ne? Oh ja, hier ist Urea drin, Vitamin C, Vitamin E, das hilft natürlich der Haut richtig gut. Und dieser Active Hydra Mesh Technology Wirkstoff, sehr interessant. Hier haben wir jetzt die Nummer 19, die uns dann quasi aus dem Zahlenbereich mit 1 vorne verabschiedet. Das ist das Phyto Nature Oxygen Cream Firming and Lifting Liquid Moisturizer. 5 Milliliter haben wir hier drin, also ein feuchtigkeitsspendendes Produkt, was dann auch glätten soll. Squalan haben wir hier drin, Kapuzinerkresse sehe ich hier auch, ne? Also richtig, richtig cool. Und Oxygen hört sich für mich immer auch so ein bisschen danach an, als würde man quasi der Haut wieder irgendwie Leben einhauchen oder so. Ne? Deswegen ist es sehr, sehr fancy und ja, finde ich gut. Die Nummer 20 begrüßt uns jetzt wirklich auch in dem 20er-Bereich. Es geht zum Endspurt, das ist echt schon krass, ne? Auch wieder aus der H-Smart-Reihe, das Multivitamin Power Recovery Mask Produkt. Also eine Maske, sehr geil, lieben wir, 10 Milliliter. Ich mag einfach super gerne Gesichtsmasken, trage mir diese Crememasken auch immer gerne morgens auf, wenn ich dann meine Zähne putze und so. Und das funktioniert immer super. 10 bis 15 Minuten lässt es nämlich drauf, das passt dann auch immer ganz gut so von der Zeit her. Und wenn ich dann eine Crememaske auf dem Gesicht habe, habe ich auch meistens Augenpatches drauf und danach fühle ich mich halt irgendwie wacher, als hätte ich irgendwie 3 Stunden länger geschlafen. Und ja, das finde ich gut. Hier haben wir auch wieder diese Vitamine A, C, E, B5 drin. Also das ist schon gut. Das sind sehr, sehr schöne Inhaltsstoffe, Wirkstoffkosmetik, ne? Mit denen kann man halt auch wirklich richtig was im Gesicht bewirken. Hier haben wir 3 Milliliter von einem Dynamic Skin Retinol Serum drin. Oh, meine Haut liebt Retinolen und von O bis O ist auch wieder Retinol bei mir am Start. Großartig, finde ich sehr, sehr praktisch. Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Also ist ja auch quasi ein Vitamin A und oh, Retinol ist wundervoll. Das macht die Haut einfach besser, frischer, glättet Falten und so weiter. Ne? Also das ist sehr, sehr, sehr cool. Und ein Serum, das kannst du dann halt eher abends verwenden und darüber gibst du dir dann zum Beispiel die Skin Smoothing Cream. Mega. Weiter geht es mit der Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl haben wir hier schon wieder. Oh, das ist natürlich richtig geil. Wenn du halt vorher das Retinol verwendet hast, macht es mega Sinn, dass du dann im Kläppchen danach auch den Lichtschutzfaktor findest. Und zwar Lichtschutzfaktor 50. Richtig gut. Age Smart ist hier auch wieder die Reihe. 7 Milliliter von dem Dynamic Skin Recovery Produkt. Und das schaut einmal so aus. Also wirklich richtig, richtig gut, dass wir hier auch einen Lichtschutzfaktor drin haben. Da sollte man auch nicht mit geizen. Vor allem, wenn man sein Gesicht mit Säure behandelt oder halt auch Retinol verwendet. Ne? Denn zwar ist im Winter die Sonnenstrahlung oder die UV-Strahlung nicht so intensiv wie jetzt im Sommer zum Beispiel, aber man hat ja trotzdem, dass die Haut der Sonne ausgesetzt ist, also da bitte nicht drauf verzichten. Oha, wir sind schon am 23. Dezember angekommen, das ist der Tag vor Heiligabend, Leute. Was dürfen wir denn vor Heiligabend nochmal machen? Ein Daily Microfoliant verwenden. 4 Gramm haben wir hier drin enthalten, also ich bezweifle, dass das von 1, 2, 3, 4, 5,
Nikolaus dann schon aufgebraucht sein wird bei mir. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir das hier nochmal drin haben, weil ich persönlich verwende das halt super intensiv und super, super gerne. Kommen wir nun, Trommelwirbel, zum 24. Dezember. Heiligabend steht vor der Tür. Und hier erwarte ich natürlich eine Full-Size, weil es ist Heiligabend, Leute. Ne? Das ist das Finale des Adventskalenders. Circular Hydration Serum mit 30 Millilitern Safe. Da haben wir eine Full-Size drin enthalten. Und hier auch wieder schön eine Glasflasche mit Pipette mit dabei. Richtig cool. Und somit haben wir dann einmal auch den kompletten Adventskalender ausgepackt. Fazitieren wir den Adventskalender. Also, ich weiß, dass Dermalogica eine sehr, sehr hochpreisige Marke ist. Deswegen finde ich es mega, was ich hier auf meinem Tisch stehen habe. Es sind Produkte, wo ich auf jedes einzelne Bock habe und tatsächlich auch jedes einzelne verwenden möchte. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt für mich geeignet, und das spricht auf jeden Fall für die Produkte, weil ich mit meiner sensiblen Haut halt wirklich nicht jedes Produkt verwenden kann oder will. Die Produktkonstellation ist super ausgewählt. Also wir haben hier wirklich eine bunte Mischung aus Toner, Reinigungsprodukt, Serum, Gesichtscreme, ne? Maske ist auch mit dabei, Peeling ist mit dabei. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht manchmal etwas homogener gemischt wäre. Ne? Also wir haben tatsächlich hier mehrere Augencremes hintereinander gehabt, und das hätte man vielleicht ein bisschen besser mixen können, das nur so von meiner Warte aus, aber ansonsten finde ich die Produkte hier drin sehr schön gestaltet. Ihr Lieben, das ist jetzt einmal der Dermalogica Adventskalender gewesen. Schreibt mir doch super gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Adventskalenderinhalt fandet, und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne auch euch bestellen. Ist alles in der Infobox verlinkt. Denkt auf jeden Fall dran, dass wenn ihr euch beim Newsletter anmeldet, ihr nochmal 10% Rabatt bekommt, was dann ja ungefähr 25 Euro sind. Das ist schon eine Stange Geld, finde ich, ne? Jo, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!